Rosa Cola. Das ist Level 15. Ja, guck mal, Haben so langsam nähert es sich unserem Level an. Was ist hier? Monroe der Ritter. Tiki. Hahaha. Boah, Alter, das sind Tiki-Menschen. Witzige Geschichte. Ich habe wohl meine Beinschienen des Bestienmeisters verloren. Schon wieder. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie das dieses Mal passiert ist. Kannst du einem Nur ja, Waffenbruder ein zur Hand Menschen. gehen? Oh, was für eine Erleichterung. Ich stehe ja schon seit Stunden und habe Angst, mich zu bewegen. Ich hatte zu viel Angst, jemand könnte mich sehen und auslachen, weil ich keine Hose trage. Ja. Komm her, du Arsch. Dieser Mann hat offensichtlich keine Hosen und braucht Hilfe. Steht hier. Ja, ich glaube, der Typ hat mal von dem einen Typen in Saints 3 gehört, der den Hosen in Kampf angesagt hat. Ja. Aber anscheinend war er leider nicht so committed. Ist hier etwa ein Eingang zum Dungeon? Oh, ich habe einen Eingang zum Dungeon gefunden. Nice. Hier direkt bei dem Dude. Was? Ara, der Akolyte. Aber sowas als Biom wäre auch ziemlich cool. Das wäre auch cool, ja. Okay, gehen wir hier So. runter. It's dangerous. Ah, du, das ist ein Skeletto. Ein This is Skeletto, Skeletto. dangerous, dangerous. On that dance floor. It's danger like we never danged before. Okay, das kannst du durchgehen lassen. Ah! Klar, das Wort danged gibt's doch, oder nicht? Nein, gibt Danger, aber. Das war ein Witz. Endangered, ja, okay. Weiß ja nicht, du sagst ja immer, yeah, but my English is not the yellow from the Yeah, because I'm a German guy and my problem is I cannot nachgucken how to speak English in the internet because my internet didn't work. Because you got the Vodafone Internet, am I right, boy? Yeah, I got the Vodafone Internet. Like, woher wusstet ihr, dass jetzt hier eine Truhe ist? Weil das schon ziemlich offensichtlich war, wieder mal. Weil es irgendwie der Standard-Layout ist. Jedes Mal, wenn ich in so einen Raum komme und dann sehe ich da oben einen Block, der da ist und einer, der frei ist. Und da sieht man dahinter einen Raum und da weiß ich schon, ah, da ist Das war etwas. alles? Das war hier mal alles. Aber es gibt noch die andere Seite der Insel, wo wir noch nicht waren. Mysterious, wir haben uns. Viele in eine Richtung bohren und mein Inventar ist voll. Warte, was habe ich denn da Wir müssen gefunden? langsam wirklich mal zurück auf die Heimatinsel bald, weil ich hab Ja, Zeugs, ich das meine, muss das ist ich auch mal nämlich wieder da scheiße bekommen. abgeben und so. Aber warte mal kurz, Daniel, ich glaube, das ist was für dich. Ah. Jetzt Habe ich gucken. überhaupt Platz im Inventar? Warte kurz. Nein, habe ich nicht. Nein! Nein, das ist was für mich! Aber Ah. oh! So ein Drecksen-Developer! Was ist denn nun los? Ich hab gerade irgendwo in diesem Spiel ein Rüstungsteil aufgesammelt, was ich aber nicht verwenden kann, weil ich das DLC nicht besitze. Oh, Rip geil. Sanibadatus. Ja, Mann, aber ich kann es wahrscheinlich Ich nicht kann es verwenden. nicht lassen, nicht. Es heißt Warden Protector. Oh, guck mal, was das hier ist. Spelldamage. Ich glaube, das ist irgendwie ein Zauberer. Warte, ich gebe es dir mal trotzdem. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Wenn ich gebe es mir wieder, dann verkaufe ich es. Tunika des Cash-Money. Aufseher beschütze. Okay. Checken. Oh. Ich habe was gefunden, Oh mein Leute. fucking Gott, ist das Ding gut. 280 Rüstung leckt mich am Arsch, Alter. Mein jetziges hat 69. Ich kann das benutzen. Cool, dann behalte es. Blutsaugerschance, Blutsauger. Alter. Ich glaube, ich Alter. dir immer das beste Gear gefunden. Junge, 280 Rüstung. Holy shit, Warum ey. ich dir von mir Oh! das beste Gear? Das ist halt das Dreifache von dem, was ich bis jetzt als Da ist eine Rüstung. Rüstung für mich. Meins. Okay, ich geh mal hier. Nein! Oh, dumme Scheiße, will ich nicht. Ah. Dumme Scheiße, Eisstachelfalle, what the fuck? Will ich nicht. Ich will, warte mal, Müll. Ah.
Brustpanzer des Beschützers. Ah, und jetzt kommt auch so DLC-Content. Ja, ich bin gespannt, ob es so ist. Oh, du Arsch! Du glaubst, du kannst mich besiegen, ha? Nein! Dabei sind wir ja nicht mal. Also es gibt extra für die DLCs eigene Planeten, auf denen wir bisher noch nicht mal waren. Also wir sind eigentlich auf dem ganz normalen Standardplaneten, aber natürlich fies, dass hier auch schon Items für sowas rumliegen. Yes, noch mehr Truhen, für immer. Muss ich mal die DLCs kaufen. Ja. Ah, Leute. Was los? Ich finde Zeugs für mich. Ich weiß nicht, wem ich folgen soll. Ich bleib mal bei Patze. Das ist Stunden des Zielsicheren. Oh, ich finde Zeugs für mich. Also wenn ihr Zeugs für den Krieger findet, gibt's mir. Nee, ich wollte es verkaufen. Aber es hat absolut gar nichts hier drin. Was es sei denn? Das ist mysterious as fuck. Vielleicht ist hier auch einfach keine Truhe gespawnt. Ah, die Scheiße. Ah, die Stulpen des Ziels sind besser. Das kann nur der Krieger benutzen, was du da hast. Nicht das Patzer, das vielleicht auch benutzen kann, wenn du was hast, was irgendwie. Ich hab hier Brustpanzer des Beschützers. Stürm, ich will mal sehen, wie es aussieht. Naja. Oh, das sieht viel cooler aus, aber dennoch ist er behinderte. Aber warte, ich kann ja als Kosmetik ihn anziehen. Yeah, genau. Das ist praktisch. Warte. Sieht das so. Alter, das sieht so viel cooler aus, deswegen mache ich es. Ah, das ablegen. Nee, das ist andersrum. Ha. Du kommst hier drauf und ich mach. Zack. Einer wie nichts. Das war's. Anscheinend. Blutmäßig. Ich glaub ja. Das war's. Ich hab gerade gedacht, ich hätte noch was gefunden, aber ich bin nur am unteren Rand der Spielwelt. Wo seid ihr denn? Ich bin hinter dir. Ah. Haben wir irgendwie das Zeug da, um diesen Brustpanzer zu basteln? Was? Habt ihr sonst irgendwas gefunden? Nix. War nicht mehr. Na, hab nur ich was gefunden, oder was? Okay. Ja. Die Rüstung? Hier in dieser Raum sieht zwar aus, als wäre was eigentlich drin, weil es einfach nicht so aussieht wie ein Standardraum, aber nö. Warte mal, Patze, vielleicht kannst du meine alte Rüstung benutzen. Da steht jetzt nicht dabei, dass sie nur für einen Druiden ist. Was hat denn deine jetzige Rüstung für einen Körperrüstung? 77. Was? 77. Achso, nee, dann ist meine Rüstung schlechter gewesen, okay. Na, egal. Warte mal, was mich gerade mal interessieren würde. Kann man mit den Sprengbomben... Achtung, Claudio, gehen wir da... Achso, das bist du, Patze. Achso, das ist nur... Ach, das ist so nicht... Ich will mal probieren, ob man mit den Sprengbomben quasi auch buddeln kann. Na, nicht wirklich. Nee. Die machen anscheinend nur Schaden. Bichter, was will ich mit der Scheiße? Ja. Aber die muss ich eh loswerden. Also alles die Luftsprenger! Also, ich hab übrigens das hier, ich werf's mal ab hier. Wenn es einer haben will, so ein Ring. Lass mich mal gucken. Oh, jetzt hab ich ihn auch. Also warte, ich kann sagen. Oh, jetzt. Moment. Der hat plus 10 Resistenz gegen Elektroschaden und plus 35 Mana abwerfen. Also derjenige, der Mana braucht, der soll's haben. Warte mal, ich habe aber auch meinen Feuerring. Ich glaube, der ist fast noch besser. Weil der Feuerring, den du hast und den ich hab, das sind ja die gleichen. Ach nee, tatsächlich nicht. Okay, Patze, okay. Wir könnten theoretisch tauschen, weil mein Ring, den ich hab, der macht plus 10% Resistenz gegen Feuer, dafür aber plus 4 kritischer Trefferschaden und plus 5 kritische Trefferchance. Ach ja, übrigens, ich hab noch das hier. Rezept für eine Gartenbank, wer sie braucht. Mein Rucksack ist voll, Mann. Ja, ich. Wir müssen dringend zurück. Das werfe ich einfach mal weg. Ja, ich versuche gerade hier den Ring mal abzuwerfen. So. Jetzt,
Um Gottes Willen. Abwerfen. So, Patze, ich hab den Ring jetzt neben dich geworfen. Ah. Ja. Da, da ist die Schriftrolle. Ja, was ist? Ausrüsten. Das ist die Schriftrolle, okay. Natürlich einiges interessanter, wenn ich mir Crit Damage und Chance auf Crit habe. Okay. So, dass nicht zwei Leute auf so einer Bank sitzen können, das wäre voll cool, aber leider. Ja, das ist ein bisschen doof. Okay, gibt es hier noch irgendwas zu tun, außer die Beinschienen für den Typen zu craften? Ich hätte hier weiter wollen. Ich bull mich mal hier raus. Oh Gott, es gibt schon wieder ein neues Event. Also wir haben hier noch zwei Charaktere, mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben. Die sind noch irgendwo hier. Vielleicht beam ich mich einfach mal wieder zum Landeplatz. Ich habe meinen Ausdruck gemacht. Es gibt hier noch, wie gesagt, zwei Charaktere. Mhm. Oh Gott, das sind die Uga-Uga-Menschen. Hast du Angst vor Uga-Uga-Menschen, hä? Die sehen schon böse aus, um ehrlich zu sein. Ah, der Akolyt. Hello there! Hast du irgendwas? Nö, ne Top. Wanderer, ah ja? Well, we know it's no finger too, but wandering. Okay, ja, das ist alles irgendwie oldschool. Oldschool. Ah, da, Shifea, sie hat eine Quest. Hallo Krieger, deine Ankunft wurde mir in einem Traum bereits vorhergesagt. Ich bin Shifea. Bring mir Knochen und einen rohen Flammenrubin und ich werde dir etwas zaubern, das dir bei den bevorstehenden Gefahren helfen sollte. Es ist klug von dir, auf Shifea zu hören. Die Uralten haben mir die Gabe des Hellsehens verliehen. Okay. Brauchen nicht nur jetzt die Beinchen. Sondern wir brauchen jetzt auch noch Dinge. Okay. Ich hab keinen Flammenrubin. Aber ich weiß, in der Base sollten wir welche haben. Ich glaube auch, das sind diese ganz einfachen, simplen Dinger da, die es in den ersten Gebieten noch gibt. In unserem ersten Wüstengebiet. Yes. Kann man auch nicht irgendwie. Oh Gott, der heilt sich ja die ganze Zeit, natürlich. Chef dir! Ja, danke. Kriegen wir. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gleich zurück. Und dann können wir mal gucken, ob wir von unserem Hauptquartier aus irgendwie das ganze Zeug gecraftet kriegen, was wir für die Quests brauchen. Können wir natürlich. Gott, der ist heftig. Ja, der heilt sich immer wieder mit der Port, aber er ist endlich tot. Oh, fast Level up. Nicht, Alter. Gib dir Papu Schleim. Lazuli Papagei. Warte mal, sind die. Ach ne, ich dachte gerade, die Uga-Uga-Menschen sind auf unserer Seite. Nee, die Uga-Uga-Menschen nicht. Die, die halbnackt hier rumrennen, rumstehen ja. Aber die hier. Ah. Yeah. Ah. Winterfell? Was ist das denn? Winterfell. Interessant, okay. Wieder ein Crafting-Gegenstand, es gibt so viele Gegenstände, ey. Wahrscheinlich brauchen wir das, um irgendeine Rüstung zu craften, nehme ich mal an. Vielleicht. Ja, dann können wir hier jetzt nichts mehr machen, oder? Auf zur Heimatinsel. Auf und davon. Auf und davon. Auf und davon. Aha. Aha.